Hello, hello, all of my love. Welcome to my very, very small, fun cooking channel. Ich koche heute mal gebratenen Reis, ja, weil ich die letzten Tage so viel Reis gekocht habe und es ist was übrig geblieben und es liegt im Kühlschrank. Jetzt muss ich jetzt diesen Reis daraus was machen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache mal gebratenen Reis. Ich zeige euch mal. Hier sind die Reis, die ich noch übrig gehabt habe, werde ich mit gebratenem Reis mit Ei und Zwiebeln machen. Ja? Dazu esse ich ein bisschen Salat. Diesen Salat werde ich in Wasser mit Öl kurz kochen und nehme ich raus und dippe ich mit Maggi und Chili. Ja? Ich zeige euch mal dann. Also gebratenem Reis, ja, esse durch Zwiebel in Sonnenblumenöl rein. Brate ich ein bisschen. Wichtig ist, wenn ihr irgendwann kocht und Reis übrig bleibt, einfach nicht wegschmeißen, Reis in den Kühlschrank reintun und danach könnt ihr gebratenen Reis auch machen. Ja. Dann tue ich Reis rein, brate den Zwiebeln mit Reis eine Weile, ja, bis es alles so heiß ist und dann schlage ich die drei Eier rein. Zwiebel, egal was für Zwiebel ihr nehmt, weiße, rote, spielt egal. Diesen Topf habe ich auch Heißwasser schon gekocht. Da tue ich jetzt Salat rein mit Öl und ein bisschen Salz. Nun habe ich drei Eier geschlagen, ein bisschen Pfeffer, Salz. Und danach, nachher tue ich noch Fischsoße rein. Also wenn ihr keine Fischsoße macht, dann macht ihr Sojasauce. Ja? Also manche mögen, aber ich als Vietnamese, ich liebe Fischsoße, daher mache ich gebratenen Reis mit Fischsoße. Es gibt in Vietnam hier auch diese gebratenen Reis mit Fischsoße und getrocknete Fisch. Schmeckt auch sehr lecker, aber hier habe ich einfach den Kühlschrank aufgemacht, dass mir noch was zum Essen da ist, deswegen koche ich diesen Reis, gebratenen Reis. Ich verbrauche viel Fischsoße. Jetzt habe ich wieder neue Fischsoße aufgemacht. Die alte Fischsoße ist schon leer. Jetzt tue ich ein bisschen Fischsoße rein in mein Reis. Nicht so viel, ja, sondern nicht so salzig, ja? Jungs und Mädels. Nicht so viel Salz rein. Wenn ihr viel Fischsoße, dann wenig Salz. Aber Fischsoße ist schon sehr salzig genug. Und nun tue ich hier Wasser, Salat hier rein. Hier Salat rein. Das Wasser ist mit Öl nur kurz rein. Man braucht auch ein bisschen Vitamine. Ja. Oh, mein Topf ist so klein. So viel Salat. Oh, mein gebratener Reis sieht jetzt super aus. Ja, ich habe ein bisschen Fischsoße reingetan und mein Salat ist auch fertig. Jetzt nur noch einrichten, dekorieren. Dekorieren habe ich auch gar nichts, also wird gegessen. Ja. Also, so sieht mein Gericht aus. Aus Restreis kann man immer noch ein schönes Gericht machen. Gebratener Reis mit Eier, ja, und Zwiebeln. Und dazu habe ich noch gekochten Salat mit Öl und ein bisschen Salz. Und nehme ich dann Dip mit Maggi und Chili. Bon Appetit, Girls and Boys. Jetzt probiere ich mal meinen gebratenen Reis mit Ei. Sehr easy zu machen, innerhalb von 5 bis 10 Minuten könnt ihr diesen Reis fertig machen und dann essen, ja? Und den Salat. Bisschen den Maggi dunkeln. Lecker, lecker. Die beiden kennen jede Schraube und jedes Detail in ihrem Wagen, weil sie alles selbst installiert haben. Handwerkliche Ausbildungen haben sie nicht. Vorher haben sie in der Filmbranche. Very easy und schmeckt gut. Okay, all of my love. See you next cooking video. Okay, bye bye. Zwar Videos geguckt haben, aber